ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, ich wollte heute über eine sehr wichtige Sache sprechen. Und um eine Sache, die zwar nicht Pflicht auf jede Person ist, aber Pflicht immer für einen Teil der Muslime, wenn es passiert, nämlich das Totengebet, Salatul Janaza. Und diese, zwar das Totengebet findet nicht sehr oft hier in Deutschland statt zum Beispiel, weil man kriegt das nicht so oft mit. Aber wenn man in islamischen Ländern ist, zum Beispiel wie jetzt, wenn man in Saudi-Arabien ist, beispielsweise zum Umrah oder zum Hajj, kriegt man immer mit, dass nach dem Gebet, nach dem normalen Gebeten, zum Totengebet aufgerufen wird und dann man das Totengebet verrichten kann. Bevor wir zur Verrichtung des Totengebets gehen, möchte ich erstmal was zum Totengebet sagen. Es ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir für unsere Geschwister, wenn sie gestorben sind und bevor sie beerdigt werden, dass wir das Totengebet für sie verrichten, um Vergebung und das Totengebet für sie beten und den Dua für diese Leute Dua machen, weil sie in diesen Momenten die Dua am meisten benötigen von den Muslimen. Und es ist sehr vorteilhaft, dass viele Muslime, so viele wie es geht, das Totengebet verrichten für diese Person dann, die gestorben ist. Das heißt, wir sollten versuchen, es nicht zu leichtfertigen. Und wenn wir hören, erst recht hier in unserem Land, in Deutschland, wenn wir hören, es gibt Totengebet in der Moschee, es wird Totengebet verrichtet für die Muslim, dann oder für die Muslima oder für das muslimische Kind oder wer auch immer stirbt, da der Tod sowieso kein Alter kennt, dass wir dahin gehen und dann das Totengebet oder versuchen dahin zu gehen, soweit wie es möglich ist, dorthin gehen und das Totengebet für diese Person verrichten. Und sehr wichtig bei dem Totengebet ist, dass wir aufrichtig Dua für diese Person machen. Das heißt, wenn wir das Totengebet für die Person verrichten, sollten wir versuchen, uns zu vorstellen, wie wäre es nicht jetzt der Tote wäre und man würde Totengebet verrichten für mich, wie hätte ich das gewollt, dass die Leute Totengebet verrichten. Das heißt, ich hätte auch gewollt, dass Leute aufrichtig und viel Dua für mich machen und wirklich vom Herzen Dua sprechen, damit das auch eintrifft. So sagt der Buhurera radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr das Totengebet verrichtet, so seid aufrichtig im Bittgebet für den Toten. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, wenn ich zum Totengebet komme, dass ich das Totengebet für die Person dann auch aufrichtig mache. Die andere Sache sollen wir auch wissen, dass es sehr viel Lohn dafür ist. Dass es sehr viel Lohn gibt, liebe Geschwister, für das Totengebet. Nämlich in einem anderen Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu heißt es, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, und ich zitiere den ganzen Hadith, wer immer mit einem Beerdigungszug eines Muslims zieht, also mitgeht zum Beerdigungszug, nur weil er gläubig ist und mit dem Lohn Allahs rechnet und sich dort so lange aufhält, bis das Totengebet verrichtet und die Beerdigung vollzogen worden sind, der kehrt zurück mit einem zweiteiligen Lohn, wobei jeder Teil davon so viel wie der Berg von Uhud ausmacht. Wer jedoch das Totengebet verrichtet und vor der Beerdigung umkehrt, kehrt nur mit einem Teil davon zurück. Das heißt, ziehst du mit, liebe Geschwister, zu der Beerdigung einer Person, und es wird für die Person das Totengebet verrichtet und sie wird beerdigt, also man macht auch die Beerdigung mit, kriegt man einen zweiteiligen Lohn. Und dieser zweiteilige Lohn, ein Teil davon ist wie der Berg von Uhud. Und der Berg von Uhud ist so groß, wer in Mekka gewesen, in Saudi-Arabien gewesen ist, in Medina, der hat das gesehen. So groß ist Berg Uhud. Und wer das Totengebet nur verrichtet, aber nicht die Beerdigung mitmacht, der beerdigt die Person nicht, er hat dann den Lohn von einteiligen Lohn, der so groß ist wie vom Berg von Uhud. Das heißt, es ist schon nicht nur, dass das wichtig ist für den Muslim, weil er braucht die Dua, sondern es ist auch mit Lohn verbunden für den Muslim, der das Totengebet verrichtet. Guck mal, subhanallah, dieser Rahma. Das heißt, Rahma für die Person, die gestorben ist, und die Leute machen für ihn Totengebet. Und durch das Totengebet kriegt die Person, wenn die Dua von den Gläubigen zu Allah gerufen und man gibt Dua von den Gläubigen zu Allah, für diese Person, dass man macht Dua für ihn, dass Allah ihn vergibt, etc. Das heißt, das ist schon ein Rahma für den Toten. Dabei ist aber auch eine Rahma für dich und für mich und für jeden Muslim, der das Totengebet verrichtet. Nämlich, dass der den Lohn bekommt von so groß wie der Berg von Uhud. Und dieser Hadith bei Al-Bukhari. Das heißt, diese Sachen, wie ich wüsste, sind Dinge, die der Gesandte uns mitgegeben hat. Für eine Sache, die nicht mal dauert 5 Minuten. Das Totengebet dauert nicht mal 5 Minuten. Das Totengebet hat nicht mal Sujud und Rukur. Das heißt, das steht nur im Stehen. Und deswegen, liebe Geschwister,
Erstmal zum Totengebet wichtig für jeden Muslim und Muslima, das ist wichtig für unsere Geschwister, die sterben, sie benötigen es. Das ist das, vielleicht nach dem Totengebet, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wenn wir ehrlich sind, wie oft denken wir an diejenigen Leute, die gestorben sind, wenn das nicht nur Verwandte sind, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, was auch immer. Wenn das wirklich ein bisschen weitstehende Leute sind. Wie oft denken wir an diese? Wie oft erinnern wir uns wieder an diese Leute, dass wir für sie Dua machen? Das ist in diesem Moment schon sehr wichtig für uns, dass wir Dua für die machen. Und deswegen, liebe, es ist auch eine Ermahnung für uns, wenn die Person die Leiche gebracht wird und man sieht den Sarg oder man sieht die Person, die mit den Tüchern gewickelt ist und man für sie Dua macht, dann muss man davon ausgehen, irgendwann liege ich auch da und wird bi'idhnillah für mich auch Totengebet verrichtet. Ja, und seine Taten sind zu Ende. Und das ist, liebe Geschwister, auch eine Ermahnung für uns. Und deswegen, meine Geschwister im Glauben, ist der erste Appell für uns Muslime, dass wir versuchen, das Totengebet zu verrichten, wenn jemand stirbt. Und wenn wir erst hier sowieso in diesem Land, wenn wir das hören, soweit wir sehen, wenn man arbeitet und so, natürlich, man ist nicht verpflichtet. Es ist nur eine Pflicht, also Fardu Kifaya, für einen Teil der Muslime, dass sie das verrichten. Nicht für jeden Einzelnen muss kommen. Also ein Teil der Muslime, wenn sie es verrichten, ist diese Pflicht aufgehoben. Deswegen von den anderen, da müssen die anderen nicht mehr dahin. Wenn man kann, sollte man dahin gehen. Und wenn man in islamischen Ländern, wenn jetzt, ich gebe mein Beispiel in Mekka, in Saudi-Arabien zum Beispiel, zum Umrah oder zum Hajj, und man betet und man hat sein Gebet beendigt, sollte man und man hört, es wird zum Totengebet aufgerufen, ja, dann sollte man für die Salat al-Janaza aufstehen und dieses Totengebet mitverrichten. Erstens für die Person, damit die auch diese Dua hat, dieser Muslim, der gestorben ist, oder die Muslime, die gestorben sind. Und dann, dass man den Lohn mitnimmt. Und dann kann man Sunna-Gebete verrichten. Weil ich habe viele Leute, Muslime in Mekka gesehen, und in Medina, dass wenn wir im Haram sind oder wenn wir im Moschee sind, wir beten und es wird zum Totengebet aufgerufen, dass viele aufstehen und Sunna-Gebete verrichten. Was hat diese 2 Minuten Totengebet für die Person, da kann man immer noch Sunna verrichten. Also wären wir da voll auf Eile. Deswegen, das ist sehr wichtig auch für die Brüder und Schwestern, die auch dahin gehen werden, ihr werdet diese Erfahrung machen. Wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, versucht, liebe Geschwister, jedes Totengebet mitzunehmen. Jetzt zum Totengebet selber, damit die Leute auch wissen, wie das geht, weil viele, ich habe das auch mal öfters gehabt, jemand stirbt und das ist eigentlich traurig. Jemand stirbt und weiß, wo soll ich waschen, wie wascht man, wie macht man Totengebet, wie beerdigt man, wie begrabt man? Null Ahnung, weil das heißt schlechte Vorbereitung für uns Muslime. Obwohl wir wissen, liebe Geschwister, der Tod kann nicht nur uns jederzeit treffen, kann auch einen, der neben uns steht, jederzeit treffen. Deswegen erkläre ich ganz kurz das Totengebet ganz einfach und simpel, wie es ist. Ja, ich will ja jetzt keinen großen Unterricht daraus machen. Es gibt Unterrichte, glaube ich, von Sheikh Abul Hussein darüber bei audioislam.de, könnt ihr finden. Das Totengebet, liebe Geschwister, man macht ganz normale Reihen. Es gibt kein Adhan und es gibt kein Iqama dafür. Ja, es wird schließlich gesagt, dass das Totengebet verrichten wird. Dann macht man Reihen. Der Imam führt das Gebet. Das war mein Handy, sorry. Der Imam führt das Gebet. Ja, und er macht insgesamt 4 Takbirat. Und wenn er den ersten Takbir gibt, er sagt Allahu Akbar und dann bindet man seine Hände, also man ist in Reihe. Der Imam gibt den ersten Takbir, dann sagen wir auch Takbir leise, das ist die Sunna, nicht, dass wir auch alle sagen Allahu Akbar, wie wir das kennen. Und das ist auch für jedes Gebet so. Wenn der Imam sagt Allahu Akbar, wir sagen das für uns, Allahu Akbar, und machen unsere Hände, binden unsere Hände nach der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und dann rezitieren wir die Surah Al-Fatiha. Ja, mit Isti'adha und Basmala und dann rezitieren wir die Surah Al-Fatiha. Wenn wir die Surah Al-Fatiha gelesen haben, dann warten wir auf den Imam. Der Imam gibt den zweiten Takbir und er sagt Allahu Akbar. Dann sagen wir auch Allahu Akbar. Ja, und machen Salat auf den Prophet alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Und wir kennen die Friedensgrüße, die Singwunsch auf den Propheten alaihissalatu wassalam. Wenn man das gemacht haben, wird der dritte Takbir kommen. Und wenn der dritte Takbir kommt, dann macht man Dua für die Person, die gestorben ist, und man bittet um Vergebung und Rahma und Erleichterung im Grab und Erleichterung in der Befragung, die der bekommen wird. Ja, macht Dua für diese Person. Und wenn der vierte Takbir gegeben wird, der Imam sagt Allahu Akbar, gibt den vierten Takbir, dann gibt der Imam danach anschließend zu dem vierten Takbir direkt den Salam auf der rechten Seite. Und wir geben dann auch nur Salam auf der rechten Seite, nicht Salam auf beiden Seiten, weil wir wollen den Imam. Ja, und man gibt auch Salam auf der rechten Seite und das Totengebet ist erledigt, ist fertig, ist zu Ende. Und das ist das, versteht ihr, liebe Geschwister, das ist das ganz schnell. Also 4 Takbirat, der erste Takbirat, wenn man macht, liest man Surah Al-Fatiha, beim zweiten machen wir Segenwünsche auf den Propheten, alaihissalatu wassalam, beim dritten machen wir Dua, beim vierten danach gehen wir Tislim. Ja, und das ist, was ich, also wie wir auch das Totengebet gelernt haben. Und somit ist das Totengebet verrichtet. Kein Rukur, kein Sujud, ja, 4 Takbirat.
Und das Totengebet ist über die Person verrichtet. Eine Anmerkung hierzu, also Allahu alam, ich weiß, dass es Ikhtilaf darin gibt, aber ich gebe die Meinung, die ich gelernt und folge, ist, dass man jetzt nicht bei jedem Takbirat die Hände hebt. Ja, es gibt Meinung der Gelehrten, die sagen, man soll heben. Es gibt Meinung der Gelehrten, man soll die Hände gebunden lassen. Also man muss nicht, Allah weiß am besten, bei jedem Takbirat, den der Imam gibt, die Hände heben. Auf jeden Fall, wichtig ist, dass ihr jetzt wisst, wie das Totengebet geht. Wenn ihr dann das nächste Mal Totengebet hört, geht dahin, verrichtet das Totengebet. Ihr habt gesehen, es ist nochmal einfach. Wir werden das in der Beschreibung auch reinschreiben, diese Takbirat, was nach jedem Takbirat kommt. Und nach jedem Takbir kommt. Und dann habt ihr das auch nochmal schriftlich. Und liebe Geschwister, wir wissen, dass der Tod ist die erste Stufe zum Jenseits, zur anderen Seite des Lebens. Und man kommt dann ins Grab und man ist in der Zwischenwelt und dann kommt das Jenseits. Und deswegen sollten wir unsere Geschwister bis zum letzten Moment unterstützen. Und ich war jetzt bei der Hajj und vor der Hajj habe ich eine Beerdigung mitgemacht. Also wir haben eine Schwester, also sie wurde gewaschen, dann haben wir das Totengebet für sie verrichtet. War eine deutsche Frau, die war 2 Jahre Muslima und ist dann noch gestorben. Und möge Allah ihr Jannah geben. Und es war schade, dass wir eigentlich nur 15, wir waren glaube ich 10 Leute, 10 Leute waren wir, ja. 10 oder 6 Brüder, 4 Schwestern. Und dann haben wir das Totengebet für diese Person verrichtet. Und wir haben sie auch beerdigt, Alhamdulillah, wir dürfen sie auch komplett beerdigen und begraben. Und es ist wie gesagt eine Erinnerung und ein Ermahnung fürs Leben. Und es ist viel Lohn drin und wichtig für unsere Geschwister. Barakallahu fikum. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir, von Shaitan. Wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das nur von Allah und seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Vergiss nie, wir sind Menschen, wir machen ständig Fehler und mehr Fehler machen. Möge Allah unsere Fehler vergeben und möge Allah Ta'ala unsere guten Taten, die mit Aufrichtigkeit für ihn getan worden ist, hoch anrechnen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.